Einen schönen guten Morgen. Es ist der 3. August 2018 und ich starte jetzt mal den Versuch, ein Tourtagebuch zu führen. Ich bin unterwegs mit Mary, meiner schönen Honda CB500. Ein nettes kleines Moped, trägt mich überall hin, wo ich hin muss. Und so auch gestern von Bad Ems hier nach Franken in die Nähe von Coburg. Ja, das war eine schöne Tour, schön, ja, bergig würde ich jetzt nicht sagen, aber es waren schon ein paar Höhenmeter dabei, immer auf und ab. Hab mich anfangs von einer App navigieren lassen namens Kurviga. Das war nett, aber nach einer Stunde hat mir das dann auch gereicht, weil ich hatte den Eindruck, die nimmt irgendwie jede Abbiegung, die möglich ist, um einfach ja wirklich jede Kurve mitzunehmen. Das ja ist mal nett für eine kurze Tour, aber wenn ich jetzt länger unterwegs bin, dann nicht. Also ich habe vor zu fahren oder beziehungsweise zurück zu sein am 20. August. Also gut 2,5 Wochen bin ich unterwegs und da muss man auch ein bisschen schauen, dass das ja angenehm ist. Und irgendwie flackert der Hintergrund ziemlich, dass ich filme auch gegen die Sonne, die kommt da hinter den Bäumen raus, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so optimal, wie ich sitze. Was wollte ich noch sagen? Ja, Tour war eigentlich ganz gut, mache dann irgendwann so nach der Hälfte der Zeit eine Pause und merke, oh, mein Tankrucksack ist gerissen und oh, auf der anderen Seite auch. Ja, ich hatte es dann erstmal, da ich dummerweise kein Tape mitgenommen habe, habe ich einfach vergessen. Aber ich hatte Sicherheitsnadeln, denen habe ich das notdürftig geflickt. Ja, jetzt, ich habe überlegt, was machst du, holst dir einen neuen Rucksack irgendwo, dass du den Kram verschaut bekommst, aber es reicht, wenn ich einfach ein bisschen umpacke, weil diese Stellen, wo es gerissen ist, ist nur an der Erweiterung. Also ich kann quasi den irgendwie von 20 auf 40 Litern erweitern, indem ich einen Reißverschluss aufmache und den ausziehe und dieser Riss ist unter dem Reißverschluss. Das heißt, wenn der zu ist, dann merkt man davon gar nichts. Und der Rest kommt dann einfach nach hinten. Da habe ich auch ein bisschen Platz gehabt. Und ja, dann kann es weitergehen. Und dann kann ich nach der Tour entscheiden, ob ich was Neues brauche. Oder ob ich einfach mit reduziertem Volumen weiterfahre. Ja, ich war gestern zum Grillen eingeladen. Also es war schon ein bisschen geplant, weil ich wusste, hier in der Nähe von dem Campingplatz wohnt ein Freund, der Marc. Hallo Marc. Ja, das war schön, den mal wiederzusehen. Und ja, nee, war schön, war lecker. Hab aus den Resten mir vorhin ein Frühstück gemacht. Ja, ab Frühstück. Jetzt gleich soll's Kaffee geben. Habe ich mir gemacht und ich wollte jetzt eigentlich schon beenden, aber ich wollte noch sagen, wo es weitergeht. Also heute, für heute steht an, ich fahre weiter Richtung Osten, genauer gesagt in die, Entschuldigung, ins Erzgebirge, in die Sächsische Schweiz nach Hohnstein. Was es da gibt, dann außer mir und Mary und Eduard. Das erfahrt ihr dann, wenn ich mich von da melde. Bis dann. Ciao.